Also ihr Lieben, Bildung neu gedacht, New Work, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Lernens. Wow, da sind in diesem Titel relativ viele Themen und ich will euch erstmal kurz erzählen, warum denn eigentlich diese Themen und warum ich der Richtige bin, um euch diese Themen näher zu bringen. Also Thema New Work, ich bin Spezialist für das Thema New Work. Also zeitgemäßes Arbeiten könnte man das übersetzen, denn mit Hello Agile bzw. Hello New beraten wir Unternehmen und helfen ihnen dabei, zeitgemäßes Arbeiten zu verstehen und im eigenen Kontext anzuwenden. Wie gesagt, agiles Arbeiten nennt man das auch. Vielleicht hat jemand schon mal was davon gehört. Mal Hand hoch, wer hat schon mal gehört? Agiles Arbeiten? Ah, okay, nicht ganz unbekannt, sehr schön. Und New Work ungefähr die gleichen? Ein bisschen weniger, ne? Okay, nächstes Thema, künstliche Intelligenz. Das Mantra von Hello New ist, say hello to the new. Also wir begrüßen das Neue, wir begrüßen alles, was neu im Arbeitsmarkt aufkommt, was im Arbeitskontext in irgendeiner Art und Weise interessant sein könnte. Naja, und künstliche Intelligenz ist aktuell kaum mehr wegzudenken. Keine Zeitung, die man aufschlägt, ohne dass man irgendwas liest von ChatGPT und künstlicher Intelligenz. Und was mir wichtig ist, gleich am Anfang zu erwähnen, dass künstliche Intelligenz ist nichts ist, wovor wir uns fürchten sollten, sondern etwas, worauf wir uns freuen sollten. Denn das eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Welche das sind, dazu später mehr. Fehlt nur noch der letzte Punkt, die Zukunft des Lernens. Naja, und dafür seid ihr da. Denn ihr seid mittendrin in der Verantwortung, die Zukunft des Lernens mitzugestalten. Ihr sitzt an den richtigen Hebeln. Und ich will euch heute in der nächsten halben, dreiviertel Stunde ein paar Denkanstöße mitgeben. Und da ist überhaupt nicht mein Anspruch, dass ihr alles mit in den Arbeitskontext nehmt und alles umsetzt. Es geht darum, dass ich euch mal zeigen möchte, was gerade alles so alles geht. Ne? Sowohl im Thema New Work, ne? Was in der Zusammenarbeit vielleicht funktioniert, wie modern gearbeitet wird in Zeiten einer globalisierten, digitalisierten Welt. Und ich will euch zeigen, was mit künstlicher Intelligenz alles geht. Und hoffe, den ein oder anderen Aha-Moment bei euch zu erzeugen und euch vielleicht ein bisschen dazu zu bringen, naja, Bildung neu zu denken. Los geht das Ganze mit der Frage, was ist eigentlich New Work? So. Und ihr seht hier im Hintergrund das Bild, das ist übrigens von einer künstlichen Intelligenz erzeugt. ChatGPT nennt sich die Text-zu-Text-Methode. Ne? Ich gebe einen Text rein und bekomme dann einen anderen Text dafür raus. Da reden wir später drüber. Und dieses Bild ist erzeugt mit Midjourney. Kennt jemand von euch Midjourney? Ja, ein paar, okay. Also alle Bilder, die in der Präsentation sind, sind mit dieser Midjourney künstliche Intelligenz erzeugt. Ja? Da könnt ihr mal ein bisschen drauf achten, ob ihr seht, oder ob man das erkennt, dass das von der künstlichen Intelligenz ist. Aber zurück zum Thema New Work. Ich habe diese Kreuzung ganz bewusst gewählt, denn ich werde natürlich oft gefragt, was ist denn eigentlich New Work? Und von ganz unterschiedlichen Leuten. Und ich gebe da immer ganz gerne so ein Bild davon oder eine metaphorische Bedeutung, was New Work eigentlich ist, mit Hilfe dieser Kreuzung. Und diese Kreuzung ist erstmal extern kontrolliert. Das heißt, irgendein Dritter hat sich mal überlegt, wie sind die Ampelschaltungen zu wählen, wo kommen die Schilder hin und so weiter und so fort. Das heißt, im Grunde traut uns niemand zu, selbstständig Entscheidungen zu treffen, wenn wir das mal übernehmen wollen. Reglementiert. Es gibt ganz, ganz viele Regeln, Schilder für Busse, für Fahrradfahrer, für Fußgänger, für Autos. Es ist dadurch sehr, sehr kompliziert, weil es natürlich sehr, sehr viele von diesen Regeln gibt, ganz unterschiedliche und jeder muss alle Regeln kennen. Und es ist natürlich auch teuer. Ja, so ein Kreisverkehr, so eine Kreuzung muss natürlich erstmal gebaut werden, sich ausgedacht werden und muss gewartet werden. Und jetzt kommen wir zum Kreisverkehr, der so ein bisschen für das Thema New Work steht, wenn man das mal transferieren möchte auf den Arbeitskontext. New Work, dieser Kreisverkehr, hat wenig Regeln. Diese Regeln sind aber sehr klar und allen bekannt. Nämlich, wenn kein Auto kommt, kann ich in den Kreisverkehr fahren. Und wenn ich rausfahren muss, dann blinke ich. Ne? Im Gegensatz zu der Kreuzung. Ihr habt bestimmt alle schon mal nachts um eins vor einer Kreuzung gestanden, vor einer roten Ampel, rechts und links, nirgendwo ein Auto zu sehen, aber ihr bleibt stehen, weil die Ampel rot ist. Ja? Und in einem Kreisverkehr ist es anders. Da wird das Ganze selbst organisiert. Jeder von euch ist auf Augenhöhe mit allen anderen, weil jeder die wenigen und klaren Regeln kennt und befolgt. Und natürlich ist es auch günstig. So einen Kreisverkehr, den baut man einmal und da muss man den nicht groß betreiben oder unterhalten. Und von diesem Bild, was so ein bisschen den Unterschied zeigt zwischen New Work, Kreisverkehr und Ampelsystem, altes Arbeiten, kann man altes Arbeiten sagen? Ich weiß nicht, es ist immer schwer, da einen Begriff zu finden. Ich habe das mal jetzt in der nächsten Slide statisches Arbeiten genannt oder statische Organisation.
und möchte euch hier nochmal ein paar Beispiele dafür aufzeigen, was der Unterschied ist zwischen diesen statischen Organisationen, statischen Umfeldern und New Work-Umfeldern. Einmal das Thema Führung, Command and Control, ist so ein klassisches Führungsbild. Das heißt, als Führungskraft weiß ich, wer was wie zu tun hat. Und im New Work-Kontext nennt man das Servant Leadership, frei übersetzt die dienende Führungskraft. Und die ist vielmehr, naja, Coach oder sogar Freund und hilft mir dabei, als Mitarbeiter zu sagen, wo soll es hingehen? Und sagt, hier ist eine Leitplanke und da ist eine Leitplanke und in diesen Leitplanken kannst du dir die Lösung selber überlegen. Das zweite, Output-orientiert versus Outcome-orientiert. Ne, Output ist so die Maximierung der Sachen, die man dann, der Produkte, die man haben möchte. Ne, To-Do-Liste abarbeiten, ohne nach rechts und links zu schauen. Outcome-orientiert, da ist der Kunde im Zentrum. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, wenn wir über das Thema New Work sprechen. Ich habe hier ein Bild dabei von einer Übung, die ich in jedem Lego Serious Play Training mache. Und wir sehen hier zwei Gruppen, die haben beide die gleiche Aufgabe, sage ich Ihnen. Und die haben 3 Minuten dafür Zeit. Und da gibt es eine Stellwand in der Mitte und dann sollen die losbauen. Die eine Gruppe kriegt diese Aufgabe. Also baut einen Bauernhof auf einer großen grünen Platte mit 5 Hühnern, 3 Küken, einem Hund, einer Katze, einer Wiese mit so und so viel Blumen und so weiter und so fort. Und die andere Gruppe bekommt die gleiche Aufgabe, nur ein bisschen anders formuliert. Nämlich baut einen Bauernhof mit glücklichen Tieren, einer alten Scheune und einer bunten Wiese voller Blumen. Ja? Hier auf der einen Seite, nämlich auf der rechten, ist so ein bisschen das Warum mehr in den Kontext gestellt. Ne? Was möchte ich eigentlich haben? Ich erzeuge in euch ein Bild und ihr seid die Experten, ihr baut das ja, ihr könnt euch entscheiden, wie ihr das baut und was ihr genau baut. Und auf der linken Seite, naja, ne, klassischerweise, ich weiß genau, was zu tun ist, ich weiß genau, wie ich das haben möchte und ich weiß genau, welche Schritte dafür da sind. Und jetzt los. Und das ist das Ergebnis, was da rauskommt. Ihr seht auf der rechten Seite output-orientiert. Ja, meistens sieht das so aus, dass da viele, viele Steine einfach gebaut werden, weil die Leute natürlich auch nur 3 Minuten Zeit haben. Ist natürlich ein bisschen fies gestellt, die Aufgabe. Ne, und auf der linken Seite, da sehen wir die Kreativität sprudeln. Ein anderes Beispiel. Ich mache das in jedem einzelnen Training, in jeder Ausbildung zum Lego Serious Play Facilitator. Ich habe das bestimmt schon 50 Mal gesehen und es sieht immer so aus. Ne? Es ist immer die eine Seite super kreativ, ne? Out of the box gedacht, könnte man hier sagen auf dem rechten Bild. Und die Output-Seite, die ist einfach nur damit beschäftigt, Sachen abzuarbeiten. Und die denkt überhaupt nicht nach, für was machen wir das denn eigentlich? Ne, wo ist denn das Warum? Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für das Thema Output-orientiert versus Outcome-orientiert. Ne, den Kunden in den Mittelpunkt. Letztes Beispiel, Fehlerminimierung versus Fehlerkultur. Ne, ihr kennt sicherlich noch Umfelder, also ich kenne das aus meiner Ausbildung damals noch, ne, da werden einfach keine Fehler toleriert. So. Aber Fehler zu tolerieren oder Fehler sogar zu begrüßen, kann Sinn machen. Denn Fehler sind immer eine Möglichkeit zu lernen, wenn ich diese Fehler schnell mache, wenn sie mir auffallen und wenn ich daraus lerne und sie dann nicht mehr mache. Google hat eine Tochter, die nennt sich X, The Moonshot Factory. Ja, Moonshot ist so sinnbildlich ein sehr, sehr riskantes Projekt, was mit hoher Wahrscheinlichkeit eben irgendwo auf dem Weg zum Mond explodiert. Aber wenn so ein Moonshot glückt und man die Rakete auf den Mond bekommt, naja, dann hat man eine Technologie vielleicht entwickelt, die die Welt verändern kann, also was wirklich Großes. Und die müssen natürlich mit Fehlern umgehen können, weil deren Ziel ist, zu beweisen, dass etwas nicht funktioniert. Ja, die sind auf der Suche nach Fehlern, um gleich zu sagen, okay, hier ist ein Fehler im System, das können wir so nicht machen, dieses Projekt stirbt. Ja? Und die haben einmal im Jahr eine Feier, wo die größten Fehler bepreisen, wo sie ihre Fehler feiern. Und das müssen wir natürlich in unserem deutschen Kulturraum nicht so machen, ne, weil Fehler natürlich immer noch Fehler sind. Ne, das ist schwer rauszukriegen. Aber ein bisschen offener gegenüber Fehlern, das kann man sich auf jeden Fall abgucken. Und das ist im Gedankenset von New Work. Und jetzt möchte ich euch mal 2 Regelwerke erklären oder Teile daraus, um zu verstehen, wie kann man denn eigentlich das, was ich jetzt die ganze Zeit erzähle, ein bisschen mehr umsetzen, ein bisschen mehr greifbar machen im Arbeitskontext. Das eine nennt sich Scrum. Wer hat von Scrum schon mal gehört? Oh wow, ihr seid weit. Sehr schön. Also in Scrum gibt es, ich fange anders an. Also erstmal der Überblick. Wie sieht Scrum überhaupt aus? Und ihr erinnert euch, am Anfang habe ich gesagt, ich möchte gerne jedes Bild in dieser Präsentation von der künstlichen Intelligenz erstellen lassen. Und ich habe es versucht. Und ich weiß nicht, was sich Midjourney dabei gedacht hat, welche Alien-Technologie hier gezeigt wird, aber das ist sicherlich kein Scrum. Dann habe ich natürlich versucht, weil mein Anspruch ist wirklich, ich möchte euch hier nur AI-Bilder zeigen.
habe ich versucht, nochmal was rauszuholen. Habe gesagt, ich brauche das bitte ein bisschen klarer, strukturierter. Und dann ist das rausgekommen. Naja, ich habe keine Ahnung, was das für eine Schrift ist. Wahrscheinlich keine, die wir auf der Erde sprechen. Und habe gesagt, okay, mach das ein bisschen bildlicher. Auch nicht. Dann ein bisschen größer. Und am Ende ist das hier rausgekommen. Wunderschöne Visualisierung, aber leider nicht von Scrum. Deswegen, verzeiht es mir, wir gehen in den Scrum-Überblick für Menschen, den wir vorher schon mal illustriert haben. Und das ist im Grunde Scrum. Am Anfang, auf der linken Seite, das sind alle Aufgaben, die wir haben. Alle Aufgaben eines Projektes, vielleicht alle Aufgaben, die wir haben rund um das Thema Bildungskommune. Und aus diesen Aufgaben, weil es sind eine Menge Aufgaben, egal welches Projekt wir haben, aus diesen Aufgaben suchen wir uns in dem Fall die vier aus, die wir in einem Sprint lösen wollen. Ein Sprint ist ein, naja, sind 4 Wochen, ist ein Arbeitszyklus. Und 4 Wochen lang kümmern wir uns nur um diese 4 Aufgaben, die wir vorher besprochen haben, vorher geplant haben. Und das machen wir in diesem Sprint. Das wird meistens als dieser Zyklus angezeigt. Und jeden Tag in diesem Sprint treffen wir uns für das sogenannte Daily Scrum, also ein tägliches Meeting, wo wir uns dazu austauschen, was wir eigentlich den ganzen Tag so machen. Jeden Tag 15 Minuten. Und es ist unfassbar, was man in diesen 15 Minuten alles an Wissen, an Erfahrung austauschen kann. Und am Ende kommt ein Inkrement raus. Ein Inkrement ist, die Definition ist, ein potenziell auslieferbares Teilprodukt. Was steckt dahinter? Im Grunde die Idee, dass wir nicht 100 Sachen gleichzeitig anfangen und mit nichts fertig werden, sondern dass wir alle 2 bis 4 Wochen, also einmal im Sprint, am Ende fertig umgesetzte Dinge haben. Ja? Und dafür müssen wir natürlich auch ein Stück weit unsere Aufgaben so formulieren, dass wir das in 4 Wochen schaffen. Aber es ist unheimlich befriedigend, wenn man dann wirklich nach 4 Wochen alles fertig hat, was man sich vorgenommen hat. Und wenn man nicht dann noch 8 Monate auf Rückmeldung von irgendeinem Ministerium warten muss. Ne? So kann ich mir das bei euch vorstellen. Innerhalb von diesem Rahmenwerk oder Regelwerk gibt es Rollen. Und davon möchte ich euch eine von 3 Rollen vorstellen, nämlich den sogenannten Scrum Master. Scrum Master ist eine Rolle, die es im gewöhnlichen Arbeitskontext eigentlich gar nicht gibt. Der fragt sich die Frage, wie können wir eigentlich immer besser werden? Und der ist nur dafür da, dass das Team maximal gut performen kann. Das heißt, der bereitet vielleicht Meetings vor, der moderiert vielleicht auch Meetings, der schickt danach vielleicht auch Meeting-Protokoll rum. Aber nicht nur das, er ist dafür da, dass eine Lösung gefunden werden für irgendwelche Probleme, um Herausforderungen zu lösen, die irgendwo sind. Er ist dafür da, Barrieren einfach aufzulösen, jeglicher Natur. Und den gibt es in einem normalen Arbeitsumfeld eigentlich nicht, so eine Rolle, die einfach nur dafür da ist, dass das Team super gut arbeiten kann. Aber das funktioniert sehr gut. So gut, dass Scrum in der IT komplett verbreitet ist. Ja, also ich würde sagen, 90% aller Teams arbeiten mit Scrum in der IT. Und dass Scrum auch außerhalb der IT mittlerweile Fuß fassen kann. Denn es gibt unzählige Unternehmen, die mit Scrum arbeiten oder sich kleine Tools und kleine Methoden aus Scrum rausholen, um damit zu arbeiten. Ich möchte euch noch ganz kurz die Events vorstellen, Meeting-Formate in Scrum. Am Anfang von so einem Sprint machen wir erstmal eine Planung. Da entscheiden wir, was machen wir denn eigentlich und wie machen wir das? Also zum Beispiel, ne, setzen wir uns am Anfang zusammen und sagen, okay, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen mit allen Beteiligten das gleiche Bild für die Leitlinien erzeugen. Wir wollen die Strategie für die Bildungskommune erzeugen. Und wie machen wir das? Naja, indem wir einen Workshop planen mit Lego Serious Play. So, das könnte eine Aufgabe in so einem Sprint sein. Und an jedem einzelnen Tag treffen wir uns und tauschen uns aus. Wie weit sind wir denn eigentlich? Naja, wir müssen noch den Speaker buchen. Das ist offensichtlich geglückt, ich stehe hier. Ne, wir müssen noch die Einladung schicken, wir müssen die Location buchen und. Ne? Jeden einzelnen Tag. Und am Ende von so einem Sprint setzen wir uns hin und machen eine sogenannte Retrospektive. Wir schauen also, wie können wir eigentlich im nächsten Sprint besser werden. Und dadurch, dass wir das alle 2 bis 4 Wochen machen, also je nachdem, wie lange so ein Sprint dauert, ne, sagen wir spätestens alle 4 Wochen, setzen wir uns hin und sagen, okay, wie können wir beim nächsten Mal besser arbeiten? Ne, ohne, dass wir irgendwelche Aufgaben oder sowas in den Fokus stellen, sondern einfach nur, wie können wir besser zusammenarbeiten? Dadurch schaffen wir es natürlich, immer besser und immer effektiver zu werden und effizienter. So, wenn ihr jetzt glaubt, ja, okay, Scrum gut und schön, aber damit kann ich eigentlich in meinem Kontext überhaupt nichts anfangen, falsch gedacht. Scrum for Schools ist ein Framework, was KollegInnen von mir entwickelt haben, die nicht bei uns arbeiten, die woanders arbeiten, aber ne, wir sind alle in diesem New Work-Kontext Kollegen und Kolleginnen. Scrum for Schools nutzt die Grundprinzipien und Schüler und Schülerinnen können hier in diesem,
in diesem Regelwerk den Lehrplan teilweise mitbestimmen. Natürlich müssen die am Ende alles lernen, was dann auch vorgesehen ist, aber alleine, dass sie mitplanen können, wann wollen wir wie was machen, das hilft psychologisch unheimlich, um die zu motivieren. Hat jemand von Scrum for Schools schon mal gehört? Ja, eins, zwei, also sehr wenige, drei. Genau, also googelt das ruhig mal. Das ist wirklich eine gute Methode, um dieses New Work Mindset in Schulen reinzubekommen. Ein zweites Rahmenwerk, was ich gerne vorstellen möchte, ist OKR. Hat jemand schon mal von OKR gehört? Eins, zwei. Okay, sehr wenige. Steht für Objectives and Key Results. Warum muss der Mann hier vorne eigentlich immer Englisch sprechen? Objectives heißt Ziele und Key Results sind die Hebel, um diese Ziele zu erreichen. Das ist so die Übersetzung. Also sehr, sehr einfach zu verstehen. Und OKR ist eine Methode, die mit transparenten Zielen einer Organisation hilft, sich gemeinsam in eine Richtung zu bewegen. Das ist die Definition. Wie sieht das in der Praxis aus? Wir arbeiten auch hier mit Sprints. Allerdings sind die Sprints hier nicht wie bei Scrum 2 Wochen bis 4 Wochen, sondern 3 Monate, also ein ganzes Quartal. Das heißt, die Aufgaben, die wir erledigen können in OKR, sind ein bisschen größer. Und die Objectives, also die Ziele, geben an, naja, wo will ich denn eigentlich in 3 Monaten stehen? Ein Beispiel, ich habe den Hamburg-Marathon in unter 4 Stunden beendet. Das wäre ein Ziel, ein Objective für mich. Ne? Einige von euch denken jetzt, was, 4 Stunden, so lang braucht der? Die anderen denken, was, Marathon? Ist auch nur Beispiel-Objective. Ich arbeite gerade daran, bei einem Marathon teilzunehmen, aber 4 Stunden ist sehr, sehr unrealistisch. Okay, und die Key Results beantworten die Frage, wie erreiche ich denn eigentlich mein Ziel? Wieder zum Beispiel mit dem Hamburg-Marathon. Erstens, naja, ich habe 3 Probeläufe à 30 Kilometer abgeschlossen. Zweites Key Result, also zweiter möglicher Hebel. Die Geschwindigkeit ist von 8 auf 10 Kilometer pro Stunde gesteigert, die durchschnittliche. Und dann habe ich 3 verschiedene Laufdiäten getestet und in Summe 80 Kilometer in glühender Mittagshitze gelaufen. Das sind also alles, wie ihr seht, unterschiedliche Hebel, die ich anwenden kann, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mein Ziel zu erreichen. Und das ist OKR, Objectives and Key Results. Maximal arbeitet jeder in so einer Organisation, der damit arbeitet, an 5 Objectives gleichzeitig, denn es geht darum, sich zu fokussieren. Und OKR, man nennt das auch die Kunst, die richtigen Dinge nicht zu tun. Die Kunst, die richtigen Dinge nicht zu tun. Denn gerade in einem Unternehmenskontext hat man überall Ideen und Opportunitäten, Dinge, die man wahrnehmen kann. Aber bei OKR geht es eben darum, diese Dinge erstmal beiseite zu schieben, denn wir haben uns ja für diese 3 Monate, für diese 5 Objectives entschieden. Und da weiche ich mir erstmal nicht davon ab. Auch mit derselben Idee, am Ende 5 Sachen fertig zu haben und nicht 10 Sachen angefangen zu haben. Und abschließend möchte ich euch gerne das ganze Thema mal in so einem Leitbild präsentieren. Wir haben ja am Anfang die Vision, eine Beispielvision von einem Unternehmen, was wir begleiten, nämlich eine Welt ohne Verkehrstote. Wow, eine riesengroße Vision, so wie eine Vision sein muss. Die Mission, wir entwickeln die weltbesten Verkehrsmess- und Leitsysteme. Aha, im Grunde bauen die also Blitzer. Die Strategie, die Welt kann sich unsere Produkte leisten. Aha. Sie bauen offensichtlich teure Blitzer. Okay. Und die wollen sie günstiger machen. Dann gibt es sowas wie Molds. Das kommt aus diesem OKR, aus dieser OKR-Idee und heißt übersetzt Jahresziele, strategische Jahresziele, Midterm Goals. Und dieses Mold ist hier die Herstellungskosten pro Radargerät um 40% senken. Das ist also ein strategisches Jahresziel, um am Ende die Vision zu erreichen. Darunter wiederum haben wir dann ein Objective, 1 von 5. Nämlich vollautomatisierte Fertigung aller Radargeräte. Dann darunter ein Key Result, nämlich Wartungsaufwand in der Fertigung um 10% auf 16 Stunden pro Woche senken. Und wir haben ein sogenanntes Epic, das ist im Agilen oder New Work-Sprech eine sehr große Aufgabe. Dieses Epic heißt hier Wartung 4.0, was auch immer das sein mag. Und darunter haben wir ein To-Do und das nennt sich Maschinenauslastung auswerten. Und das Tolle daran, wenn das ganze Unternehmen mit OKR arbeitet, ne, dann weiß jeder, also auch der Auszubildende vielleicht, der gerade die Maschinenauslastung auswertet, dass er damit ein ganz kleines Zahnrad ist, um die Vision zu erreichen. Die Vision, eine Welt ohne Verkehrstote. Und das gibt natürlich viel, viel mehr Motivation, als wenn der Auszubildende einfach auf seinem Klemmbrett stehen hat, Maschinenauslastung auswerten. Ne? Könnt ihr euch vorstellen.
Und so zahlt also jede Kleinigkeit fokussiert auf die Vision ein. Und das ganze Unternehmen, die gesamte Organisation, zieht am gleichen Seil. Und um das jetzt nochmal einzuordnen, OKRs haben wir hier. Auf der eher To-Do-Ebene ist Scrum im 2-4-Wochen-Rhythmus. Und darüber haben wir das Leitbild. So. Genug zum Thema New Work. Noch ein abschließender Satz, nämlich New Work ist die Antwort auf die digitalisierte Arbeitswelt. Früher hatten wir den einen Chef, der genau wusste, warum, was und wie und alles kontrolliert hat. Aber in einer Welt, in der wir alle das gleiche Wissen haben, in einer digitalisierten, globalisierten Welt, da haben wir alle den gleichen Zugang zu Wissen, funktioniert das nicht mehr so. Das heißt, im Grunde ist New Work die Antwort auf die Digitalisierung. Es geht also um Anpassungsfähigkeit. Die Art der Zusammenarbeit, die muss sich anpassen. Oder die passt sich auf eine digitalisierte Welt an. Und jetzt haben wir gleich die nächste Anpassung, die wir vor uns haben, nämlich die Welt entwickelt sich rasant weiter, künstliche Intelligenz. Und die wird unsere Arbeitswelt radikal verändern. Das heißt, künstliche Intelligenz wird wesentlich schneller den Weg in unsere Arbeitswelt finden, als das die Digitalisierung gemacht hat. Und auch hier müssen wir uns eben wieder anpassen. Egal, ob das Unternehmen sind, Behörden, Schulen, Lehrerinnen, Schüler, Eltern, Großeltern. Wir haben alle jetzt die Chance, uns anzupassen. So. Der gemeinsame Nenner ist also das Thema Anpassungsfähigkeit. Jetzt fragt ihr euch natürlich, war das gut? War das eine gute Überleitung? Das frage ich mich auch. Ich habe nämlich vorher mal ChatGPT gefragt, wie kann ich eigentlich diese Themen, New Work und künstliche Intelligenz, wie kann ich die beide miteinander verknüpfen? Naja, und da kam sowas raus, ne? ChatGPT hat geantwortet, ein geschickter Übergang zwischen den Themen KI und New Work könnte das Publikum auf mehreren Ebenen ansprechen, emotional, intellektuell und praktisch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch emotional abgeholt fühlt, aber ich hoffe es mal. Naja, eine recht ausufernde Diskussion zwischen ChatGPT und mir ist dann entstanden und am Ende hatten wir den gemeinsamen Vorschlag, naja, im Zentrum sowohl der KI als auch von New Work steht das Konzept der Anpassungsfähigkeit. Das also der KI erzeugte Übergang dieser beiden Themen. Zurück zu meinem Statement. Künstliche Intelligenz wird unsere Arbeitswelt radikal verändern. Um das noch ein bisschen zu unterstreichen, habe ich euch ein Video mitgebracht und das möchte ich euch kurz zeigen. Artificial Intelligence will change the future. The future of work, the future of education, and the future of how we as humans learn. Listen carefully to what my very good friend David Hilmer is about to tell you. Kind regards to Harburg. Was? Hat er gerade meinen Namen in den Mund genommen? Hat er Grüße nach Harburg geschickt? Was ich alles für einen Aufwand betreibe, um euch eine schöne Keynote zu präsentieren. Also das hier, was ihr hier gesehen habt, nennt man Deepfake. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, da werden prominenten Menschen meist Wörter in den Mund gelegt, die sie überhaupt nicht gesagt haben. Ja, Deepfake. Kommen wir später auch nochmal dazu. Und vor allen Dingen kann man das aber nicht nur nutzen, diese Technologie, also die Stimme von jemandem Prominenten zu nutzen, um irgendwas anderes sagen zu lassen. Ich habe das mal hier gemacht, beziehungsweise habe hier etwas gefunden von einem Musikproduzenten. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an den 90er-Hit Barbie Girl. Ja, ich höre Nicken. Und ihr kennt bestimmt auch den Protagonisten hier rechts, Johnny Cash. Und da ist jemand hingegangen und hat das beides einfach miteinander gemischt. Und das hört sich so an. Hello, I'm not Johnny Cash. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Oh, come on Barbie, let's go party, 'cause I'm in a Barbie world. If you... Stark, oder? Und also Johnny Cash hat das nie gesungen. Das möchte ich hier nochmal hervorheben. Das ist 100% erzeugt durch künstliche Intelligenz, die einfach die Stimme von Johnny Cash hatte und das Lied oder den Text von Barbie Girl, von, ich weiß gar nicht mehr, Mr. President oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesungen hat. Aber, bitte? Aqua, stimmt, ja, natürlich. Okay, aber jetzt sind wir schon ein bisschen tief drin. Ich würde ganz gerne nochmal die Frage beantworten,
was ist denn überhaupt AI? Was ist künstliche Intelligenz? Und im Grunde künstliche Intelligenz ist etwas, was es schon sehr lange gibt. Ja? Google funktioniert durch Algorithmen, was nichts anderes ist als eine künstliche Intelligenz. Die richtigere Frage wäre, was ist Gen-AI? Denn das erzeugt gerade bei uns diesen riesen Hype um das Thema künstliche Intelligenz. Und Gen-AI ist generative künstliche Intelligenz. Generativ, das heißt also, wir trainieren die künstliche Intelligenz, irgendwelche Systeme mit sehr, sehr vielen Daten. Und diese Daten haben wir im Internet. Die bekanntesten Vertreter sind hier ChatGPT. Kennt jeder, oder? Hand hoch, wer kennt's? Schon mal davon gehört. Ne? Man kann, wie gesagt, keine Zeitung aufschlagen, ohne ChatGPT irgendwo zu lesen. Und Midjourney hatte ich ja gerade eben auch schon mal abgefragt. So. Und ChatGPT wurde trainiert mit 13 Billionen Tokens. Ein Token kann dabei ein Buchstabe sein, ein Wort sein oder auch ein kleiner Satz. Und um diese Zahl mal irgendwie greifbar zu machen, was sind denn 13 Billionen? Ich habe natürlich ChatGPT gefragt, kannst du mir vielleicht ein Beispiel dafür nennen, wie man sich 13 Billionen vorstellen kann? Habe 20 Vorschläge bekommen. Einer davon ist, stellt euch ein Sandkorn vor und jetzt einen großen Swimmingpool. Und wenn man diesen Swimmingpool voll machen würde mit Sandkörnern, das wäre ungefähr diese große Zahl, also wahnsinnig groß. Und ChatGPT, hatte ich schon am Anfang erwähnt, das nennt man Text-zu-Text-AI. Das heißt, ich gebe einen Text ein und bekomme einen Text raus. Und da kann man unheimlich viel mitmachen. Ich habe das allererste Mal, als ich ChatGPT benutzt habe, habe ich einen Liebesbrief an meine Frau verfassen lassen und habe gestaunt, wow, es funktioniert, krass, woher weiß ChatGPT das? Ich habe meine Nichte vor ein paar Tagen gefragt, hey, kennst du eigentlich ChatGPT? Hast du das schon mal genutzt? Die ist gerade 19 geworden, hat Abi gemacht und die hat gesagt, ja, ich habe meine Geschichtsklausur damit geschrieben. Hä, wie durftet ihr das? Nee, die ganze Reihe hat einfach Handy hingelegt und ChatGPT benutzt. Ne, man muss das nur irgendwie dann nochmal ein bisschen umschreiben, damit die Lehrer das nicht merken, weil man kann das wohl irgendwie rausfinden. Also man kann unheimlich viel damit machen, zum Beispiel das hier. Schreibe ein Gedicht über Harburg im Stil von Eduard Mörike. Und natürlich habe ich dieses Gedicht dabei. Muss ein bisschen dramaturgisch, poetischer zu machen, natürlich auf Hand aufgeschrieben. Im Landkreis Harburg, still und weit, wo Heide blüht, in alter Zeit. Flüsse flüstern, Wälder stehen, im sanften Glanz die Dörfer sehen. Sonne malt und Sterne funkeln, Harburgs Schönheit lässt uns munkeln. In seiner Stille tief und klar ruht des Lebens wahres Paar. Also, das hier, das Ergebnis tatsächlich von ChatGPT und ihr kennt wahrscheinlich Poesie und Eduard Mörike besser als ich, könnt ihr alle selber bewerten, ob das jetzt gut war oder nicht. Worauf ich hinaus will, es geht um den sogenannten Prompt. Ein Prompt ist eine Anweisung, die ich der künstlichen Intelligenz gebe und die als Antwort sozusagen dann das Ergebnis liefert. Also, hier haben wir den einen Prompt, ne, mit dem Gedicht über Harburg. Auch mit Midjourney kann man einen Prompt geben, nämlich zum Beispiel, wie sieht denn eigentlich ein großes Schwimmbecken aus, in dem Billionen von Sandkörnern sind, um das nochmal ein bisschen zu verbildlichen. Und da habe ich unter anderem dieses Bild hier bekommen. Nun kann aber Midjourney nicht nur Bilder erzeugen, die zum Beispiel so aussehen, sondern ich kann das ganz ähnlich, wie ich das mit Eduard Mörike gemacht habe, kann ich natürlich auch Midjourney sagen, hey, mach mir doch mal ein Bild im Stil von Vincent van Gogh. Und jetzt würde ich mal ganz gerne von euch einschätzen lassen. Was glaubt ihr, welches Bild davon ist von Midjourney? Hand hoch, wer glaubt, dass Bild A von Midjourney ist? Okay, und Hand hoch, wer glaubt, dass Bild B von Midjourney erzeugt ist? Okay, einige Enthaltungen. Ihr habt alle recht. Denn so sieht die Eingabemaske von Midjourney auf. Midjourney gibt immer insgesamt 4 mögliche Bilder raus. So, und diese Bilder, die Midjourney rausgibt, die sind einzigartig. Das heißt, wenn ich nochmal den gleichen Text eingebe, dann sehen die Bilder vielleicht so aus. Und wenn ich nochmal den gleichen Text eingebe, sehen sie so aus. Das heißt, diese 8 Bilder, die ihr hier seht, die gibt es nur einmal auf der Welt. Und zwar in dieser Präsentation. Und übrigens nicht von Van Gogh. Es gibt aber natürlich nicht nur ChatGPT und Midjourney, also Text zu Text und Text zu Bild, sondern auch ganz, ganz viele andere. Es gibt eine Website, die nennt sich There's an AI for That. Also eine Website, die sich damit beschäftigt,
Unternehmen aufzulisten, die AI machen. Und vor ein paar Tagen habe ich drauf geguckt, 8.311 AIs. Und zwar nicht die, wie man sich das vielleicht vorstellt, irgendeine Maschine, die irgendwie künstliche Intelligenz und irgendein Roboter oder sowas, sondern hier geht es wirklich um generative AI, also sowas wie ChatGPT und Midjourney. Jetzt gibt es aber nicht nur, wie gesagt, Text-to-Text und Text-to-Image oder Text-to-Bild, sondern auch Text-to-Speech. Da möchte ich euch dieses hier mal vorspielen. My name is David and this voice was created by an artificial intelligence. With just 30 seconds of audio, I can mimic the voice of any human. At the moment, the software might not work 100% and the intonation of some words sounds pretty weird here and there, but honestly, I've only used the free version and the program I'm using has only been around for a few months. Ich habe das nie gesagt. Ich habe einfach, wie gesagt, ich habe ein bisschen was reingesprochen, 30 Sekunden, habe dann einen Text eingegeben und dann kam das raus. Meine Stimme in Englisch. Klingt ein bisschen komisch, aber wow, ich habe das nie gesagt und ich habe das erstellen können. Ich habe eine Viertelstunde gegoogelt und dann kam das hier raus. Video to Video. Hier ein Ausschnitt von einem YouTube-Video von uns, was unser Produkt so ein bisschen beschreibt. Wir sind die Hello New GmbH und beschäftigen uns mit dem Thema New Work. Wir helfen Teams mit Lego dabei, ihre Probleme zu lösen, führen zeitgemäße Arbeitsmethoden ein und entwickeln digitale Produkte mit Hilfe von Verhaltenspsychologie. Und wir sind ein richtig geiles Team. Das habe ich gesagt, genau so. Und dann habe ich ein bisschen rumgefummelt. Dann kommt das raus. We are Hello New GmbH and deal with the topic of New Work. We help teams solve their problems with Lego. We introduce contemporary working methods and develop digital products with the help of behavioral psychology. And we are a really awesome team. Spricht jemand von euch zufällig Spanisch? Ja, danke. Kannst du das vielleicht bewerten? Pero, ¿quiénes somos? Somos Hello New GmbH y nos ocupamos del tema del nuevo trabajo. Ayudamos a los equipos a resolver sus problemas con Lego. Introducimos métodos de trabajo contemporáneos y desarrollamos productos digitales con ayuda de la psicología del comportamiento. Oh, war's gut? Ja, war super. Also eigentlich für mich persönlich ein bisschen komisch, meine eigene Stimme in der Sprache zu hören, die ich nicht spreche. Und das Tool kann mittlerweile 40 Sprachen übersetzen. Indisch, also Hindi, Afrikanisch und, ne? Und man stellt sich das jetzt mal vor. Das Unternehmen wurde dieses Jahr gegründet, was das gemacht hat. Und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um das zu erstellen. Und jetzt stellt man sich mal vor, wenn wir so in 1-2 Jahren in die Zukunft schauen, das Thema Dolmetschen, das wird nicht mehr nötig sein. Das heißt, wir können in Echtzeit politische Reden von bedeutenden Politikern unserer Welt hören auf unserer Sprache. Oder man kann sich einen Scherz draus machen und zum Beispiel mal schauen, wie ist denn diese lustige Stimme von Donald Trump eigentlich auf Deutsch? Und Hillary sagte, Donald Trump habe sich eine Auszeit vom Wahlkampf genommen. Können Sie das glauben? Hier ist eine Frau, die nach Hause geht und die ganze Zeit schläft. Stellen Sie sich das vor, sie hat überhaupt keine Energie mehr. Alle reden davon, dass ich 7, 8, 9 Stops machen werde. Ich werde 3 oder 4 große Reden halten, wie zum Beispiel gleich danach. Ziemlich witzig, klingt wie so ein Synchronsprecher, ne? Also wie so ein Slapstick-Ding irgendwie. Naja, also das ein paar Beispiele, was künstliche Intelligenz jetzt schon kann. Ne? Und wie gesagt, das ist alles noch nicht alt. Ne? Die Lippensynchronisierung stimmt noch nicht richtig, aber gibt immer 1-2 Jahre und dann merkt man nicht mehr, in welcher Sprache der Mensch eigentlich spricht. Jetzt aber mal zurück zu künstlicher Intelligenz im Bildungsumfeld, ne? Um mal ein bisschen konkreter zu werden. Und da ist wichtig zu sagen, dass AI nicht die Quelle ist, sondern das Werkzeug. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie früher, als der Taschenrechner irgendwann in die Schulen kam und dann alle Angst hatten, es gibt ja gar keine Hausaufgaben mehr, die Leute verlernen zu denken, die haben jetzt Taschenrechner. Ne? Ich weiß übrigens nicht, woher diese Flüssigkeit kommt. Midjourney wollte, als ich angegeben habe, ein ängstlicher Mensch, der irgendwie einen Taschenrechner hat, hat da irgendwie Flüssigkeit reingerechnet. Keine Ahnung. So ist das jetzt oder so ähnlich ist das jetzt auch mit ChatGPT. Ne? Alle denken, okay, brauchen wir jetzt keine Hausaufgaben mehr machen, die ganzen Tests bei allen Universitäten, die löst ja ChatGPT besser als die Menschen. Wie soll das überhaupt weitergehen? Naja, dafür brauchen wir jetzt eben die Lösung. Und das ist eine Übergangszeit, würde ich sagen, die ein bisschen holprig ist. Aber auch das werden wir schaffen. Und nochmal, um das zu betonen, es geht nicht darum, AI zu verbieten, sondern zu lernen, wie sie eingesetzt werden kann. Denn am Ende ist es keine Quelle, sondern nur ein Werkzeug, was man bedienen muss, um da gute Sachen rauszubekommen.
Ich würde gerne die folgenden Themen noch besprechen, nämlich Lehren mit KI, Lernen über KI und Lernen mit KI. Und da erstmal eine schöne Statistik, nämlich der Markt für generative AI im Bildungswesen war 2021 1,8 Milliarden Euro schwer oder Dollar und wird 2030 auf 80 Milliarden Dollar geschätzt. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als uns damit zu beschäftigen, weil es wird die Angebote dafür geben. Wir müssen sie halt nutzen. Ich habe hier eine Statistik rausgefunden von McKinsey & Company, die aufzeigt, dass ungefähr die Hälfte der Arbeit, die ein Lehrer arbeitet, beim Schüler ankommt. Und die andere Hälfte sind vorbereitende oder nachbereitende Maßnahmen, sind administrativer Natur. Und diese Studie schätzt, dass die Zeitersparnis durch KI 20-30% beträgt. Das heißt, 15 Stunden pro Woche kann sich ein Lehrer oder eine Lehrerin mit Themen beschäftigen, die wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel mit den Schülern Zeit zu verbringen oder Dinge vorzubereiten. Und diese 20-30% können einfach automatisiert werden. Das Gleiche bestätigt auch eine Studie von LinkedIn, der Future of Work Report, der anzeigt, wie viel Prozent von Aufgaben durch generative künstliche Intelligenz automatisierbar ist. Und wir sehen an dritter Stelle ungefähr die Hälfte von dem, was Lehrer und Lehrerinnen machen, ist laut dieser Studie durch künstliche Intelligenz zu ersetzen oder ersetzbar. Ne? Und das sind aber die Aufgaben, die man nicht machen will. Es geht nicht um die Aufgaben, die wirklich wichtig sind, sondern die Aufgaben, die man nicht machen möchte oder die eben schwerfallen, die repetitiv sind, die eben nicht so kompliziert sind, die kann uns eine künstliche Intelligenz abnehmen. Ich möchte euch ein Experiment zeigen, was ich gefunden habe. Wir sehen hier zwei Videos. Zwei Schülergruppen hatten beide die gleiche Aufgabe, nämlich ein Video zu produzieren. Und dieses Video soll zeigen, warum man seine eigene Stimme nicht gern hört. Die eine Gruppe hat das komplett ohne KI gemacht und die andere komplett mit KI. Das heißt, die Erkenntnisse, das Skript, das Video, die Stimme, alles ist mit künstlicher Intelligenz gebaut worden. Und wir sehen hier die beiden Ergebnisse. Das rechte ist eine künstliche Intelligenz, das linke das normale. Und was jetzt interessant war, das wurde Leuten vorgespielt. Und da wurde gefragt, okay, war das Video informativ? Oder ist das Video fesselnd und hat deine Aufmerksamkeit erregt? Teilst du das Video mit deinen Freunden oder würdest du gerne weitere Videos von diesem Autoren sehen? Und die Ergebnisse sind relativ kryptisch, muss man nicht in der Tiefe verstehen. Was man verstehen muss, ist, dass sie ungefähr gleich waren. Das heißt, die Akzeptanz zwischen einem Video, was von Menschen gemacht wurde, oder einem Lerninhalt, was von Menschen gemacht wurde und was von KI gemacht wurde, die Akzeptanz ist ungefähr gleich. Und die Leute haben sowas wie, gesagt wie, na, wir wussten zwar, dass es von der künstlichen Intelligenz ist, aber das haben wir irgendwie nach der Hälfte vergessen, weil der Lerninhalt so spannend war. Ja? Das heißt also, Lehren mit künstlicher Intelligenz wird akzeptiert von denjenigen, die das konsumieren und macht LehrerInnen die Arbeit leichter oder Lehrenden. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Lernen über KI. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. SchülerInnen oder auch Kindergartenkinder oder auch RentnerInnen müssen natürlich lernen, wie funktioniert eigentlich KI. Vielleicht aus der technischen Perspektive, aber vor allen Dingen auch sowas wie, naja, wie erkenne ich denn eigentlich künstliche Intelligenz? Ich habe hier einen von ganz, ganz vielen Artikeln gefunden, ne, wo es darum geht, dass künstliche Intelligenz als neues Unterrichtsfach angeboten wird. Und hier die Umfrageergebnisse einer Studie, 66% der Eltern von GrundschülerInnen sind dafür, dass künstliche Intelligenz Teil des Lehrplans wird. Aber wie gesagt, es geht auch um das Erkennen, was ist denn eigentlich künstlich erzeugt und was nicht. Und so ein Bild hier, der Kreisverkehr, na, das sieht doch aus wie ein Foto aus der Luft. Aber wenn wir mal so ein bisschen näher dran gehen, dann erkennen wir, na, was ist denn da los? Warum führt denn die eine Spur einfach ins Nichts? Und warum gibt es da irgendwelche Bürgersteige und durchgezogene Linien? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das Gleiche können wir auch an diesem Bild hier sehen. Das sieht vielleicht noch ein bisschen echter aus als dieser Kreisverkehr. Ne? Das könnte ein Bild von irgendeinem Mode- oder Einrichtungskatalog sein. Aber wenn wir mal genauer hingucken, was ist das denn da unten rechts in der Ecke? Ist das eine Vase? Ist das irgendein außerirdisches Gebilde? Keine Ahnung. Oder was steht denn da rechts unten am Tisch? Sind das Kerzenständer? Oder sind das einfach irgendwelche, was ist das? Oder auch auf dem Tisch. Ne? Soll das irgendwie eine Muschel sein, ein Buch? Oder? Nee, es ist einfach von der künstlichen Intelligenz gebaut. Ne? Also wenn man
da ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man noch sehr gut die Unterschiede. Ich habe ein anderes Video für euch, was in dieselbe Kerbe schlägt. Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Wir beginnen heute mit einer Entwicklung, bei der es auf die Frage, was sie verändert hat, nur eine Antwort gibt. Alles. Wir schauen in eine Zukunft, die längst begonnen hat. Wir sprechen von einer neuen KI-gestützten Anlageplattform, die bereits Millionen von deutschen Bürgern zur Verfügung steht und ihnen hilft, mit minimalen Investitionen große Geld zu verdienen. Okay, hat anscheinend Christian Sievers in den Tagesthemen darüber berichtet, über eine Anlageoption mit irgendwelche KI-gestützt. Ne? Das ist ein Deepfake, ein ziemlich gut gemachtes. Ja? Und sowas, das ist dann auch irgendwie auf Twitter rumgegangen und da haben natürlich irgendwie irgendwelche Menschen versucht, irgendwelche Gelder abzuziehen. Ne? Auch Enkeltricks, das dauert nicht mehr lange oder wird zum Teil sogar auch angewendet, dass die Enkeltricks dann da auch schon draufgehen und irgendwelche Stimmen danach machen, die dann so klingen wie eine Tochter und ein Sohn. Kommen wir zum Thema Lernen mit KI, zu dem dritten Punkt. Und da sehe ich das größte Potenzial, dass wir mit Hilfe von KI besser lernen können, dass die KI dabei hilft, zu lernen. Das hier, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist die erste Skizze zu dem Film Inception von Chris Nolan. Die allererste Skizze. Und das wurde mal in ChatGPT hochgeladen und dann mal die Frage gestellt, analysieren wir doch mal bitte dieses Diagramm. Und das Verblüffende ist, dass ChatGPT sagt, ja, das scheint aus dem Film Inception zu sein und da irgendwie die grundlegenden Prinzipien zu erklären. Und das Ganze wurde dann sehr, sehr fein aufgeschlüsselt, worum es da geht. Ein anderes Beispiel hier, hat jemand dieses Diagramm oder diese Darstellung von der Zelle, ja, genau, von der menschlichen Zelle hochgeladen und hat gesagt, hey, ich bin ein Neuntklässler, der es gerade ziemlich schwierig in der Schule hat und vielleicht kannst du mir helfen, ChatGPT. Ja, und rechts sind die Antworten, ne? Und zwar auf dem Niveau eines Neuntklässlers. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, okay, mit ChatGPT brauchen wir überhaupt keine Hausaufgaben mehr. Denn man kann hier die Arbeitsblätter hochladen und einfach ChatGPT sagen, bitte rechne mir das mal aus. Und da kommen die richtigen Ergebnisse raus. Das ist die Antwort, die man pessimistischerweise geben könnte. Aber optimistischerweise oder auch realistischerweise ist ChatGPT der bessere Nachhilfelehrer, um zum Beispiel geschichtliche Zusammenhänge zu verstehen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Molekülen und Atomen? Habe ich früher in Chemie nie verstanden. Und Nachhilfelehrer brauchte ich nicht. Ja? Und im Internet habe ich mich tot gegoogelt. Gedichte interpretieren, die Relativitätstheorie erklären für 10-Jährige, Aufsätze verbessern, Vokabeln lernen oder endlich die Kurvendiskussion zu verstehen. Ja, das sind alles Einsatzgebiete, das und noch viel, viel mehr, die wir haben, wo ChatGPT uns dabei helfen kann, dahinter zu kommen. Das heißt, wie gesagt, ChatGPT ist aus meiner Sicht der bessere Nachhilfelehrer und kann sehr, sehr spezifisch auf die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen eingehen. Wir sehen also, Lernen mit KI, Lernen über KI und Lernen mit KI sind alles Einsatzszenarien, die wir haben, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Vielleicht abschließend noch hier ein Symbolbild unseres Bildungswesens. Das hat sich seit Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten nicht wirklich weiterentwickelt, während sich die Welt aber rasant weiterentwickelt hat. Und jetzt wird sich das aber ändern mit KI und wir haben die Chance, das Ganze mitzugestalten. Und als Abschluss möchte ich ganz gerne noch auch hier diese Aussage wieder ein bisschen unterstreichen, ein bisschen hervorheben von einem kurzen Statement von einem guten Freund von mir. Whether you are the principal of Sonnenschule Bendisdorf, of Gymnasium Meckenfeld, the primary school at the Moor, or work at the job center of Landkreis Harburg, artificial intelligence is a great tool to rethink education. You just have to use it. In diesem Sinne, wir haben die Möglichkeit, Bildung neu zu denken. Wir müssen nur nutzen, die künstliche Intelligenz. Also, Dankeschön dafür.